Vincent Braukemper, und wir schauen uns jetzt mal an, ob es sowas wie exogene Ketose überhaupt gibt und wenn ja, was der Unterschied zu einer endogenen, also körpereigenen Ketose ist. Und auf diese exogenen Ketone bin ich selbst vor ungefähr 2 Jahren das erste Mal gestoßen, weil ein Kumpel von mir, der Sebastian, mir die empfohlen hatte. Und ich habe gesagt, nee, Ketone und Kohlenhydrate, das sind 2 grundverschiedene Dinge, die sind nicht zusammen irgendwie in unserem Körper. Und trotzdem war ich dann irgendwie neugierig und habe einfach mal gesagt, weißt du was, probier es einfach mal aus, bevor du was Lebensveränderndes verpasst. Und zu der Zeit hatte ich eben das Problem, dass ich so eine lästige Speckschicht, Fettschicht angefangen hatte zu bilden, weil ich mich nicht so viel bewegt habe aufgrund von viel Arbeit am PC. Und ich auch trotzdem noch Konzentrationseinbrüche nach der Mittagszeit meistens hatte. Ja, also diese Konzentrationseinbrüche waren bei mir persönlich nach der ersten Einnahme der Ketone Geschichte und die Fettschicht ein paar Wochen später. Und ich habe dann eben auch begonnen, im Elite-Coaching, also in meinem regulären Coaching-Programm mal zu schauen, wie kann man exogene Ketone einsetzen, um zum Beispiel Stoffwechseloptimierungen einfacher und schneller umzusetzen. Und was jetzt an diesen exogenen Ketonen, die ja gerade total im Trend sind, wirklich nur Marketing-Hype ist, was wirklich funktioniert, ob es da wirklich zu einer Ketose kommt, wenn ja, wie. Schauen wir uns jetzt an und da habe ich auch eine kleine Präsentation für dich vorbereitet. Lass uns die mal anschauen. Die Frage, die super häufig kommt, ist, der Körper kann doch selbst Ketone herstellen. Wieso sollte man die von außen zuführen? Dann hat man da irgendwie dieses Tütchen, das hat 45 Kalorien. Wären das noch 45 Kalorien zusätzlich jeden Tag? Ne, das sind ein paar hundert schnell auf dem Monat oder sogar 1000. Ist halt die Frage, wäre das beim Abnehmen denn nicht eher hinderlich? Und was soll mir das in Bezug auf Leistungsfähigkeit bieten? 45 Kalorien sind jetzt auch nicht so viel Energie. Und dazu auch erstmal der erste Schock vielleicht. Denn Ketone verbrennen per se erstmal kein Fett. Zumindest nicht auf direkten Wege. So platziere ich das nicht immer. Machen wir es mal hier. Und damit du schnell und einfach nachvollziehen kannst, warum sie trotzdem einen, nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf den Fettstoffwechsel haben, schauen wir uns jetzt erst einmal den Energiestoffwechsel an. In ein paar weniger Minuten wirst du das schnell durchschauen. Also, wir haben einmal die Mitochondrien. Das Wort kennst du vielleicht noch aus dem Biologieunterricht 8. Klasse. Mitochondrien sind wie kleine Kraftwerke in unseren Zellen. Wir haben Millionen von Zellen und in jeder Zelle bis zu 1000 oder tausende Mitochondrien, die unsere Lebensenergie in Form von ATP produzieren. ATP, Adenosintriphosphat, brauchst du dir nicht merken. Einfach nur Mitochondrien produzieren Lebensenergie. Und zwar 40 Kilo von dem ATP pro Tag bei zum Beispiel einer 60 Kilo Person, die halbwegs gesund ist und sich ein bisschen bewegt. Das ist super viel. Also du kannst dir vorstellen, wenn da die Mitochondrien nicht ganz rund laufen und vielleicht ein paar Kilo ATP am Tag fehlen, dann wirst du was merken. Das sind dann unspezifische Symptome, Kopfschmerzen, Müdigkeit, du brennst nicht wirklich Fett, läuft nicht gut, kannst dich nicht gut konzentrieren. Und es ist eine spannende Frage, wie schaffen es denn die Mitochondrien, so viel Energie herzustellen für uns? Und das ist ganz einfach. Sie verbrennen, je nach Verfügbarkeit, eines der 3 Hauptenergiesubstrate, einen dieser Haupt-3 Energieträger. Einmal die Kohlenhydrate. Die Glykolyse ist die Kohlenhydratverbrennung. Großer Vorteil, schnelle Energie, hoher Power-Output, aber eben sehr begrenzt verfügbar. Und bei einem hohen Power-Output eben auch einhergehend mit Laktat, was beim Sportler den Muskel übersäuern bringt und da die Leistung limitiert. Und eben auch dem schwankenden Blutzucker. Du kennst das auf und ab. Und wenn der Blutzucker dann absinkt, ist ja auch schnell die nächste Heißhungerattacke vorprogrammiert. Dann haben wir als 2. Energiequelle das Fett, die Lipolyse und Mitochondrien. Und das ist jetzt ganz wichtig, verbrennen sowohl Nahrungsfett als auch Körperfett. Ja, also auch das sticky Bauchfett wird am Ende in den Mitochondrien verbrannt. Fett ist für unseren Körper theoretisch endlos verfügbar. Denn selbst ein super schlanker Mensch hat 40.000 Kalorien im Bufferfett. Der Nachteil an Fett ist, die Bereitstellung ist sehr langsam. Das heißt, zu Grundfunktionen kann der Körper hervorragend über Körperfett decken, aber wenn er dann irgendwie mal das Gehirn versorgen muss oder eben eine stärkere körperliche Aktivität nachgeht, dann braucht er noch eine schnellere Energiequelle, entweder Kohlenhydrate oder eben Ketonkörper. Die Ketose oder Ketonkörper sind sehr schnell verfügbar, teilweise sogar schneller als Kohlenhydrate. Man ist sich in der Wissenschaft nicht ganz einig, ob gleich schnell oder schneller, haben weniger Abfallprodukte, also kein brennendes Laktat und stabilisieren sogar den Blutzucker. Der Nachteil ist, die sind super schwierig zu bekommen. Und jetzt ist halt die Situation erstmal, wenn alles gut läuft, läuft der Fettstoffwechsel und
Mitochondrien verbrennen immer Fett, kommen Kohlenhydrate rein, verbrennen sie ein bisschen weniger Fett oder deutlich weniger Fett, sind die Kohlenhydrate verbraucht, geht die Fettverbrennung wieder hoch. Und Mitochondrien können quasi je nach Bedarf zwischen Fett, Kohlenhydraten und Ketonkörpern wechseln, wenn, und jetzt kommt das große, große Wenn, wenn sie gesund sind. Denn im Idealfall würde das so laufen, dass zwischen diesen drei Substraten gewechselt werden kann. In der Realität, bitteren Realität, sieht es leider ganz anders aus. Denn Mitochondrien können verlernen zu verbrennen. Wir sprechen von kranken Mitochondrien, einer metabolischen Dysfunktion. Im Volksmund sagt man, der Fettstoffwechsel ist eingeschlafen oder läuft nicht. Ja, und das, jeder kennt vielleicht diese eine Person, vielleicht kennst du sie auch, die achtet schon auf alles, die zählt ihre Kalorien, die ist auch immer im Defizit, aber nimmt trotzdem nicht ab, kriegt eher schlechte Haut, ist gestresst, der geht es richtig schlecht, die hat trotzdem ständig Heißhunger, muss nach Pinkeln, das Bauchfett will einfach nicht weggehen, hat Entzündungen, ist müde abgeschlagen, kann ich jetzt endlos ausführen. Das sind einfach die Folgen, die eine metabolische Dysfunktion mit sich hat, vor allen Dingen, wenn man da noch ins Defizit geht. So. Jetzt könnte man sagen, gut, dann gehen wir einfach in die Ketose. Ist doch auch gut. Ne? Kohlenhydrate und Ketose, naja, du weißt schon. Das wird schwierig. Denn du kommst nicht in die endogene Ketose, also die Ketose deines Körpers, deiner Leber rein, wenn du nicht vorher die Fettverbrennung am Laufen hast. Das heißt, diese Menschen mit einer metabolischen Dysfunktion, denen fehlt der Schritt vor der natürlichen, körpereigenen Ketose. Und dann kann es sogar sein, dass sie trotz einer ketogenen Diät da nicht reinkommen. Ja, das ist durchaus möglich. Manchmal reguliert sich der Stoffwechsel dadurch, aber es kann genauso gut sein, dass ja trotz einer ketogenen Diät der Stoffwechsel nicht läuft und Ketose schon gar nicht. Ja, und wenn dieser Fall vorliegt, dass es dann metabolische Dysfunktion gibt, dann haben die Menschen eben keine Möglichkeit mehr von den Vorteilen der Ketone im Blut zu profitieren. Wir sprechen jetzt von Ketonen im Blut, ganz unabhängig davon, wie die reinkommen, ob der Körper die hergestellt hat oder ob die von außen, also durch exogene Ketone, reingekommen sind. Sind diese Vorteile weniger Hunger, eine bessere Konzentration, weniger Entzündungen, eine bessere Mitochondrienfunktion, also da auch, wo das Fett verbrannt wird, ne? Mehr Power-Output bei weniger Ermüdung, besserer Schlaf und auch Muskelschutz, zum Beispiel auch ein Kaloriendefizit. Und jetzt schauen wir uns mal an, was ist der Unterschied zwischen einer exogenen und einer endogenen Ketose. Also erst einmal die endogene Ketose, da kommst du nur rein durch eine ketogene Diät, dann stellt dein Körper eben selbst aus oder durch langes, langes Fasten oder Special Biohacking. Dafür ist der Verzicht auf Kohlenhydrate notwendig. Ja, also dafür, dass dein Körper selbst Ketone herstellt, musst du auf Kohlenhydrate verzichten und zwar lange, strikt. Und wenn du eine kleine Kleinigkeit falsch machst, war es das. Dann stellt der Körper eben selbst Ketonkörper her aus freien Fettsäuren. Und wenn du zusätzlich zu dem Kohlenhydratverzicht noch im Defizit bist, dann stellt er die auch aus dem Körperfett her. Und, er stellt die her aus Körper- und Nahrungsfett. Und ja, das wäre dann diese Turbofettverbrennung, bei der halt wirklich sehr schnell Körperfett mobilisiert, verbrannt und aufgebraucht wird, was ich viel wünsche. Im Gegensatz dazu ist bei der exogenen Ketose definitiv kein Verzicht auf Kohlenhydrate notwendig, weil die Ketone ja einfach über die Verdauung ins Blut kommen. Wir haben allerdings auch nicht die Turbofettverbrennung wie bei der endogenen Ketose, sondern es passiert eine Stoffwechseloptimierung auf verschiedenen Ebenen, und zwar einmal auf der hormonellen Ebene. Ja, also durch exogene Ketose, die Einnahme exogener Ketone erreicht wird, wird allein schon durch die Anwesenheit der Ketone im Blut das Hungerhormon Ghrelin herabreguliert. Du hast also einfach weniger Hunger und das Einhalten eines Defizits ist einfacher. Der Blutzucker wird stabilisiert, auch bei gleichzeitiger Einnahme von Kohlenhydraten. Das heißt, theoretisch kannst du eine Pizza essen und Ketone dazu trinken und du wirst weniger Blutzuckeranstieg haben. Warum das so ist, ist noch nicht geklärt. Es ist bisher nur so, dass man das beobachten konnte. Was es aber für die Praxis heißt, nicht, dass man jetzt ständig Pizza essen und dazu noch Ketone trinken sollte, sondern eben eher, dass ja, man eine Möglichkeit hat, konstante Energie zu bekommen und Heißhunger eben ja auszubremsen. Denn da sind ja die Blutzuckerlöcher genau das Problem. Ne? Wird Heißhunger bekommst du, wenn dein Blutzucker absackt. Und zum Beispiel, wenn das Gehirn in so ein Zuckerloch fällt, und das Gehirn läuft ja nur über Zucker oder Ketone, ja, dann würdest du normalerweise denken, boah, ich brauche einen Schokoriegel oder irgendwas anderes Süßes. Jetzt ist der Vorteil, wenn Ketone im Blut sind, kann das Gehirn genauso gut mit Ketonen arbeiten. Und dadurch ist eine konstante Konzentration möglich, ununterbrochen, und ein Heißhungerfaktor ist ausgeschaltet, ein weiterer. Muskeln können Ketone nutzen, was für Sportler super spannend ist, weil sie dadurch natürlich, ja, nicht dieses brennende Laktat haben. Oder auch für Leute, die über eine längere Zeit
Belastung, Konzentration aufrechterhalten müssen in ihrem Sport. Besseres Mindgame, auch für einen Vollkontaktsportler, Gehirnerschütterung. Anderes Thema, darf man auch keine Heilversprechen geben, aber ich sage nur, Ketone spielen da schon mal eine Rolle. Und auch für alle, die abnehmen möchten. Ne, wenn du abnehmen willst, was verbrennt denn Kalorien, während du nichts tust? Richtig, die Muskeln. Und wenn du jetzt normalerweise im Defizit bist, kann es auch schnell sein, dass du mal Muskeln verlierst. Wenn allerdings dann die Ketone deine Muskeln versorgen, dann hast du bessere Karten, deine kalorienverbrauchende Muskelmasse zu erhalten. Dann ein sehr, sehr spannender Faktor, der nicht spektakulär klingt, aber es in sich hat, ist, dass Ketonkörperentzündungen reduzieren oder regulieren. Das bedeutet weniger Brain Fog, weniger Müdigkeit und eine bessere IS. Was ist IS? Insulinsensitivität. Vielleicht weißt du, Insulinresistenz ist der Faktor dafür, dass sich insbesondere lokal sehr viel Bauchfett bildet. Und die Insulinsensitivität ist quasi das Gegenteil. Sie sorgt dafür, dass Nährstoffe, die du zu dir nimmst, dann bevorzugt in der Muskulatur ankommen, dort verstoffwechselt oder eingebaut werden und nicht eben im Bauchfett. Also eine Grundvoraussetzung sowohl für Fettverbrennung als auch für Muskelaufbau, je nachdem, was dir wichtig ist. Und du kannst dann ja schon nachvollziehen, dass durch exogene Ketone der Grundstein für eine Fettverbrennung bei Bedarf, wenn man das danach noch möchte, auch eine endogene Ketose denkbar einfach belegt ist. In der Praxis ist es nun halt mal einfach so, dass ja, wir eben Stoffwechseloptimierung auf verschiedenen Ebenen haben und es für die meisten Menschen einfach deutlich praktischer und alltagstauglicher ist, so den Stoffwechsel einzustellen und den Fettstoffwechsel extrem zu optimieren, anstatt sich ja, mit der Gendiät oder so etwas herumzuquälen. Wie man auch bei einem meiner Kunden, dem Andreas, super gesehen hat, der hatte schon super viel Ahnung von Stoffwechsel. Und der hätte auch gerne so viel gemacht, aber der hat halt auch einen Job, wo er 8 bis 10 Stunden am Tag funktionieren muss. Und er war schon wirklich verzweifelt, weil er hatte eben nicht den Raum für riesige Experimente und Umstellungen. Und für den waren dann die exogenen Ketone zum Beispiel wirklich die Erlösung. Und er war super dankbar und erleichtert, dass sowas, ja, diese Möglichkeit jetzt gibt. Ja, also zusammenfassend kann man da einfach nur sagen, exogene Ketone oder exogene Ketose funktioniert anders als endogene Ketose. Ja, du kommst durch die Einnahme exogener Ketone erstmal nicht in die Fettverbrennung über die Leberglykolyse, sondern du siehst, auf verschiedenen Ebenen wird von, sagen wir, 6 Seiten gleichzeitig dein Stoffwechsel und auch dein Fettstoffwechsel optimiert. Das ist natürlich eine super spannende Geschichte. Und es ist einfach nur eine Sache ganz entscheidend, wenn du exogene Ketone ausprobieren möchtest. Denn das ganze Thema ist ein Riesenhype, ein Riesenmarkt und es werden so viele leere Versprechungen gemacht. Zwei Dinge, die du wissen musst. Einmal, reicht nicht, in der Regel nicht, einfach nur exogene Ketone reinzukippen und dann gar nicht mehr auf die Ernährung zu achten. Wenn du dann anfängst, jeden Tag komplett auf alles nicht mehr zu achten, Süßigkeitenkorb neben dir stehen hast und reinschaufelst, dann hilft das alles nichts. Ja, es kann theoretisch sein, dass allein durch die Einnahme, weil die Mitochondrienfunktion besser wird, ne, wo das Fett verbrannt wird und all diese Dinge, dass allein durch die Einnahme viel passiert. Aber ich würde mich nicht darauf verlassen, sondern eben auch direkt schauen, hey, was kann ich gleichzeitig mit verändern oder verbessern? Kleine Schritte. Findest ganz viel in meinem Blog, den Blog verlinke ich hier. Und ganz, ganz allerwichtigster Punkt, nutzt die richtigen Ketone. Es gibt x Anbieter und es gibt nur eine Ketonsorte. Eine Ketonsorte, die funktioniert. Und das sind RBHB-Ketone. Und ganz wichtig ist auch, viele Anbieter verkaufen einen Mix aus LBHB und RBHB-Ketonen. Wichtig ist, LBH, also wenn die beiden zusammen sind, dann blockiert das LBHB schon die Aufnahme vom RBHB. Das heißt, du brauchst einen Anbieter, der reine RBHB-Ketone vertreibt. So, das ist einfach die Drehrichtung des Ketonmoleküls. Und das ist wichtig dafür, wie das in unseren Rezeptoren, in unserem Körper verwendet werden kann. Und dafür gibt es nur einen Anbieter in Europa aktuell. Ja, Ketone sind halt noch recht neu. Ja, also vor einigen Jahren, vor einigen 10 Jahren oder ich weiß nicht genau die Zahl ist, wurden die eigentlich für die Navy SEALs entwickelt, damit die bei ihren Taucheinsätzen keine epileptischen Anfälle kriegen, wenn die Blasen hochkamen, was einfach bei viel Zeit unter Wasser passieren konnte. Und ihre Leistung verbessern konnten. Die SAS, die britische Spezialeinheit, hat es adaptiert. Dann kam das langsam im Leistungssport an. Und da hat eine Ration Ketone 400 bis 1000 € gekostet. Einmal anwenden.
Ein Tag, nicht mal ein Tag. Also unbezahlbar. So, jetzt mittlerweile gibt es immer noch diese teuren RBHB-Präparate, aber das ist jetzt ja nichts, was jetzt irgendwie spannend wäre für die meisten Leute hier. Mittlerweile kosten so Ketone im Schnitt, je nachdem wie lange man die nimmt und wie viele man kauft und so weiter, kennst du das ja alles. Irgendwie zwischen 4 und 6 Euro pro Anwendung. Man kauft dann meistens so ein 20er-Paket, zum Beispiel NAT20 oder sowas. Und dann erstmal versorgt und kann eben gerade durch so eine anfängliche Dauereinnahme von zum Beispiel 10 Tagen oder 20 Tagen den Stoffwechsel super gut optimieren. So, der Anbieter, der einzige Anbieter, der in Europa zu diesem günstigen Preis exogene RBHB-Ketone anbietet, den verlinke ich dir hier, der heißt Pruvit. Verlinke dir einfach mal unter diesem Video, wie du die exogenen Ketone von Pruvit am günstigsten bestellen kannst. Und du darfst mir offene Fragen, die du jetzt noch hast, auch natürlich super gerne in die Kommentare stellen. Ich hoffe, es sind erstmal keine Fragen offen geblieben. Ansonsten auch unter diesem Video verlinkt ein super vollständiger Guide, der fast keine Wünsche zu diesem Thema hier, exogene Ketone, offen lässt. Ich beschäftige mich jetzt nämlich seit 2 Jahren damit und habe alles damit durchprobiert. Habe die auch in meinem Coaching mit meinen Kunden zur Stoffwechseloptimierung jetzt wirklich sehr häufig eingesetzt, verschiedene Szenarien auch schon durchgespielt und kann dir dazu höchstwahrscheinlich mehr Fragen beantworten als die meisten anderen Leute hierzulande. Also, unterm Video findest du den langen Artikel, den langen Guide zu den Ketonen und auch eine schnelle Möglichkeit, wie du am günstigsten die exogenen RBHB-Ketone von Pruvit bestellen kannst. Offene Fragen in die Kommentare. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Lass mir gerne einen Daumen da, wenn du magst. Und ja, bis zum nächsten Mal.